Neuer Größenwahn in der Wüste. Die Scheichs in Saudi-Arabien planen das nächste Mammutprojekt. Direkt vor den Toren der Hauptstadt Riad soll er aus dem Boden gestampft werden. Der King Salman International Airport. Ein Flughafen, den die Welt so noch nicht gesehen hat. Inklusive 6 Start- und Landebahnen. Jährlich sollen bis zu 120 Millionen Fluggäste abgefertigt werden. Ab dem Jahr 2050 sollen es dann sogar 185 Millionen sein. Zum Vergleich, der deutsche Hauptstadtflughafen BER hat im Jahr knapp 23 Millionen Gäste. Auch für den Frachttransport wird nicht gekleckert. Kapazitäten für 3,5 Millionen Tonnen sollen geschaffen werden. Angeblich alles so umweltfreundlich wie möglich. Durch nachhaltige Energiegewinnung, effiziente Abläufe und neueste Innovationen. Dass der ganze Bau in der Wüste gigantische Ressourcen frisst und verbrauchen wird, fällt bei der Vorstellung der Pläne unter den Tisch. Befürchtet wird auch, dass die Arbeitsbedingungen der Billigarbeitskräfte aus Asien und Afrika menschenunwürdig sein werden. Noch ist der gigantische Flughafen eine Simulation. Doch in knapp 6 Jahren soll er stehen und eröffnet werden. Was dieses Monstrum eines Flughafens kosten soll, unbekannt. Für die reichen Scheichs aber sollte die Finanzierung des Protzprojektes in der Wüste kein Problem darstellen.